Ich bin extrem glücklich, eine Wissenschaftlerin als Bundeskanzlerin zu haben. Wenn man jetzt mal überlegt, die Pandemie wird uns ja wirtschaftlich zurückwerfen. Und wo kommen wir da raus? Wo kommt China raus? Wo kommt Südkorea raus, wenn die alle immer viel besser die Masken tragen und nicht so viel Querdenker-Demos haben, sondern derweil schon wieder wirtschaftlichen Aufschwung? Dann fragt sich, wo Europa landet nach dieser Pandemie. Das wird noch mal eine Neuordnung der Regionen sein, glaube ich. Dann hat Frau Merkel einen Vortrag gehalten und dann ging nachher, hat sie spontane Diskussion zugelassen über alle möglichen Fragen. Da sind nachher alle diese Präsidentinnen und Präsidenten auf mich zugekommen und gesagt, mein Gott, Lothar, sei froh, dass sie eine Wissenschaftlerin als Bundeskanzlerin hat. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Sie hat sicher verstanden, was ein exponentielles Wachstum ist. Ja.